Herr Fischer, in unserem heutigen Gespräch soll es um den Themenkreis Tod und Jenseits aus naturwissenschaftlicher Sicht gehen, auch ein wenig um das Thema Religion. Sie sind unter anderem Biologe, daher gleich die erste Frage: Ist der Tod aus biologischer Sicht eine Notwendigkeit? Warum ist unser Körper Körper? nicht unsterblich? Das ist eine gute Frage, denn ich glaube, die ersten Lebensformen, die leben heute noch. Damit meine ich Einzeller. Ich glaube nicht, dass ein Einzeller sterben muss. Der kann sich einfach immer teilen, immer teilen, immer teilen. Da kommen dann sicher irgendwann mal Mutationen, Varianten, aber eigentlich ist kein Grund zu sehen, warum ein Einzeller aufhören sollte, sich zu teilen. Es kann natürlich sein, dass ein Feuer kommt. Es kann natürlich sein, dass irgendwelche äußeren Ereignisse kommen, ein Hammer haut drauf oder ein Stein fällt auf. Aber eigentlich ist das Leben von den Einzellern so angelegt, dass das immer weitergehen kann. Nur ist das Leben dabei nicht stehen geblieben. Und das Leben hat dann irgendwann, oder was immer man da jetzt drunter versteht, beschlossen, Vielzeller zu werden. Und dann kommt eine große Organisation zustande. Und ich glaube, der Tod und das Leben sind nicht gleichzeitig in die Welt gekommen, sondern der Tod ist erst gekommen, als das Leben komplizierter, komplexer und raffinierter wurde. Also das erste Leben, das gestorben ist, muss ein kompliziertes, aufgebautes Leben gewesen sein. Und dann hat sich da wahrscheinlich irgendeine Art von Koordination verflüchtigt. Und ich persönlich glaube, dass das ganz wichtig ist anzunehmen, dass die vielzelligen Lebewesen aus Einzellern bestehen. Und diese Einzeller selbst können eigentlich immer weiterleben. Und die möchten das auch am liebsten. Und ich persönlich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass das Wesentliche von der Evolution der einzelnen Zellen ist, dass die lebensfähig, teilungsfähig sind. Und ab und zu mal dringt das wieder durch und dann entsteht im Körper, der aus vielen Zellen verschiedener Art besteht, entsteht dann sowas wie ein Tumorwachstum. Also ich persönlich glaube, dass man metaphorisch sagen kann, dass Krebs die Befreiung einer einzelnen Zelle aus der Gefangenschaft des Körpers ist. Also wenn Sie eine Zelle sind und dann eine Hautzelle oder eine Leberzelle oder eine Herzzelle in einem Körper bilden, dann sind Sie in dieser Struktur gefangen. Und es gibt dann eigene Einrichtungen, Tumorsuppressoren, die dafür sorgen, dass Sie sich um Gottes Willen nicht teilen. Es sei denn, Sie haben eine Wunde und dann müssen Sie sich teilen. Also Sie müssen jederzeit teilungsfähig sein als Zelle, weil eine Wunde passieren kann oder eine Regeneration nötig ist. Aber eigentlich sollten Sie kontrolliert werden. Und diese Kontrolle dafür hat die Evolution einen eigenen Mechanismus eingeführt, den man heute etwas kompliziert Tumorsuppression nennt. Und diese Tumorsuppression, wenn die aufhört, dann fangen die Zellen an, sich zu teilen, was sie eigentlich von Hause aus tun. Und das Ganze nennt man dann nur Tumor oder Krebswachstum. Und ich glaube, das ist das große Problem beim Verständnis des Krebses. Denn dabei wird insgesamt der merkwürdige Gedanke klar, dass es im Grunde genommen nicht ein Wunder ist, wie viel Krebs Menschen bekommen, sondern das eigentliche Wunder besteht darin, wie wenig Krebs Menschen bekommen, denn das muss unheimlich kontrolliert sein. Aber bei dem Krebs und dem Tod kommt noch eine merkwürdige andere Geschichte rein. Im Grunde genommen, beim Krebs tut die Zelle das, was sie eigentlich von Evolution gelernt hat, nämlich sich zu teilen. Und dabei passiert dann die seltsame Sache, dass gewissermaßen das Überlebensfähigkeit des Einzelnen der Tod des Ganzen ist. Also denn wenn der Krebs metastasiert, wenn der Krebs wuchert, dann entsteht dabei letzten Endes die Verwundung des Körpers, die ihn dann zum Tode zwingt. Und ich glaube, das ist eine merkwürdige Idee, die man da haben kann, dass der Tod dadurch zustande kommt, dass das einzelne Leben möglichst seine evolutionäre Aufgabe erfüllt. Also ich glaube, insofern ist Tod eine komplizierte Fragestellung. Tod ist nicht etwas, was mit dem Leben entstanden ist. Tod ist etwas, was im Laufe des vielzähligen Lebens entstanden ist. Und ich denke, dass man da sich mehr Gedanken darüber machen kann. Insgesamt ist natürlich der Tod in dem Sinne sinnvoll, weil wenn Sie sich vorstellen, jetzt Sie als Individuum mit aus vielen Zellen, dass es sozusagen für Sie keinen Tod gibt, sondern dass Sie immer weiterleben. Ich glaube, dass dann Ihr Leben ein völlig anderes ist. Ich meine damit Folgendes: Ich glaube, wir alle leben oder tun das, was wir, also, und agieren unter der Vorgabe, dass wir nur endliche Zeit haben.
Also selbst wenn Sie 80 Jahre oder 100 Jahre haben, aber es muss endlich sein. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie 2 Millionen Jahre leben können, oder 5, ist mir sehr, dann tun Sie doch nichts mehr. Dann können Sie ja immer noch in 2 Millionen Jahren das machen, was Sie heute tun wollten. Und ich halte das für einen absolut absurden Lebensentwurf. Ich glaube, dass Tod auch in dem Sinne zum Leben gehört, dass der Tod mir eine endliche Zeit gibt und ich mich in der endlichen Zeit entscheiden muss, was für mich wichtig ist. Sodass die Menschen durch den Tod gewisse Entscheidungen treffen müssen, das ihr Leben ausmacht. Und insofern gehört der Tod wirklich zum Leben. Es gibt heute zahlreiche Ansätze, das Leben zu verlängern, dem Tod vielleicht irgendwann ein Schnippchen schlagen zu können. Man spricht von einer Pille gegen das Altern, auch von einer Pille für die Unsterblichkeit. Wie realistisch sind diese Ansätze? Also zunächst mal, ich würde gerne, also Politiker sagen ja immer zunächst mal, ich möchte zunächst mal darauf hinweisen, dass der Tod eine Grenze ist. Und wenn ich den Menschen richtig verstehe, ist der Mensch dasjenige Lebewesen, das in der Lage ist, seine Grenze zu kennen und dann den Wunsch hat, diese Grenze zu überwinden. Also das ist die berühmte Einteilung der Fragen von Immanuel Kant. Was ist der Mensch? Das sind 3 Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was kann ich wissen? Was meine Grenzen sind? Was soll ich tun? Versuchen, sie zu überwinden. Was darf ich hoffen, dass das klappt? Und die eigentliche Grenze, die wir alle sehen, ist der Tod. Und den hat man ja also in der Religion überwunden. Da ist ja jemand wieder auferstanden. Also ist die Religion der eigentliche Versuch, an dieser Grenze etwas zu tun. Und letzten Endes ist das der Traum der Menschen, an dieser Grenze etwas zu ändern. Und letzten Endes ist der Traum vom ewigen Leben, ist immer da und das hat man immer wieder gehört. Aber ich habe aus dem Grunde eben gesagt, ich glaube nicht, dass Menschen glücklich werden, wenn sie ewig lebten. Denn wenn sie ewig leben haben, brauchen sie ja nichts zu tun. Sie können ja immer warten, passiert schon irgendwann was. Und das wollen sie eigentlich gar nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, angenommen, versuchen Sie sich mal nur vorzustellen, Sie hätten die letzten 5000 Jahre gelebt, was Sie dann alles für Varianten und Änderungen haben hinnehmen müssen, dass Sie ganz anders leben, als vorher ganz andere Vorstellungen haben. Ich glaube, dass es so eine gewisse Begrenzung des menschlichen Vorstellungsvermögens auch gibt und der Tod ist dann irgendwann etwas, was man verdient hat, irgendwas, was man so gerne hinnimmt. Also da sollte man sich schon darauf einstellen. Jetzt, unabhängig davon gibt es natürlich beliebig viele Versuche bei Organismen kleinerer Art, also man untersucht vor allen Dingen so Würmer, Chenorhabditis elegans, versucht deren Leben zu verlängern oder man geht auf andere Organismen ein und hat da Mechanismen gefunden, um das Leben zu verlängern. Das gibt es schon seit einigen Jahren und immer wieder hört man davon, dass es da tatsächlich Verbesserungen gibt, dass da die länger leben. Aber ich glaube, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass da meine Lebensqualität verbessert wird. Also diese Würmer schleppen sich dann so vor sich hin, die leben dann vielleicht doppelt und dreimal so lange wie die anderen Würmer. Aber wollen sie das wirklich? Und ich glaube ja auch nicht, dass das Leben bei aller Freundlichkeit der Sozialeinrichtungen in so einem Altenheim wirklich das ist, was sie wollen. Es setzt ja ein funktionierendes Gehirn voraus, es setzt einen funktionierenden Willen voraus. Natürlich gibt es Leute, die Glück haben und dann bis ins hohe Alter noch ziemlich aktiv sind. Also der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt war ja so ein Beispiel dafür. Auf der anderen Seite ist jetzt Walter Scheel gestorben, der die letzten 10 Jahre wahrscheinlich in einem dumpfen Gefängnis der Alzheimer-Krankheit verbracht hat. Ich bin da jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahlen stimmen, aber ich glaube, dass so das lange, ewig währende Leben im Augenblick keine wirkliche Option ist, auf die man sich freuen könnte. Und abgesehen davon ist es natürlich so, dass wir von der Evolution angelegt sind, möglichst viel Nachwuchs zu haben. Und der Nachwuchs, der dann kommt, braucht schon den Platz. Also da müssten schon ein paar Leute irgendwann auch mal Platz machen. Insofern glaube ich, dass der Tod eine vernünftige Einrichtung des Lebens ist. Die hat da was mit zu tun, dass die Endlichkeit mir gewissermaßen die Möglichkeit gibt, mein Potenzial auszuleben und nicht immer zu warten, dass noch irgendwas kommt. Also ich bin mit dieser Konstruktion, die den Menschen nach irgendeiner gewissen Zeit den Tod erlaubt, sehr zufrieden. Obwohl natürlich gibt es viele Fälle, wo Leute viel zu früh sterben, durch Unglücke sterben. Also mein Bruder ist sehr früh gestorben durch einen Leberkrebs. Also da gibt es
furchtbare Schicksale. Aber ich vermute, auch das gehört sozusagen zur Qualität des menschlichen Lebens, mit solchen schwierigen Fragen fertig zu werden und dann eine neue Sinnsuche zu starten. Mhm. Ich denke, dass man dadurch gezwungen wird, nicht nur biologisch zu existieren, sondern sinnvoll zu leben. Es ist klar, dass körperliche Unsterblichkeit weder machbar noch wünschenswert ist. Nun bietet die Religion aber für unsere Sehnsucht nach Unsterblichkeit diesen Begriff der Seele an. Seele als etwas, was den körperlichen Tod überdauert. Wie ist das aus naturwissenschaftlicher Sicht? Ist die Seele etwas, das im Zeitalter der Aufklärung oder später irgendwann endgültig widerlegt worden ist? Also widerlegen ist schwierig bei der Seele. Es gab natürlich im 19. Jahrhundert Anatomen oder Physiologen oder Pathologen, die gesagt haben, sie haben dann menschliche Leichname seziert und dabei keine Seele entdeckt, dass da nicht irgendetwas entschwunden ist oder rausgekommen ist. Aber ich glaube, Seele ist, meint ja nicht irgendein organisches Stückchen, das man erwischen kann, sondern Seele ist gewissermaßen das, was ich einem Menschen ansehe. Also ich kann jetzt sie betrachten, dann sehe ich ihre Neugier, ihre Aufmerksamkeit, ich sehe auch vielleicht ihre Lebenserfahrung. Und das alles drücken wir dann dadurch aus, dass man sozusagen beim Betrachten eines anderen Menschen in seine Seele blicken kann. Also ich sehe jetzt nicht nur, dass sie eine Brille tragen, einen Bart haben, ein blaues Hemd anhaben, sondern ich sehe auch noch, dass sie freundlich sind, offen sind, dass sie neugierig sind. Und das nennt man wahrscheinlich dann die Seele. Also da ist nicht irgendetwas Reales da, dass Sie sagen können, also hier habe ich ein Molekül, das wir so nennen, sondern ich glaube, zum Menschen gehört so eine Qualität, die sich in dem äußert, wie er von anderen wahrgenommen wird. Wahrnehmung ist natürlich ein schönes hieß in der griechischen Sprache Aisthesis, also so, dass die Seele sozusagen ein ästhetisches Konzept ist. Und ich glaube, dass wir bei vielen Leuten oder vielen Menschen vor allen Dingen registrieren, ob sie ein gewisses Seelenleben haben. Ich glaube, dass auch Tiere ein Seelenleben haben, dass man die Seelen von Tieren wahrnehmen kann, je nachdem, wie das ist. Und das hängt dann wieder ganz konkret ab, ob ich in einer Person, die mir gegenübertritt, so ein Individuum sehe. Ich glaube, eine Seele ist was Individuelles. Und eine Seele ist etwas, was dann aber für mich erkennbar wird, indem ich mit einer Person interagiere. Und ich glaube, das ganze Wahrnehmungssystem, das wir haben, ist gemacht, um das Individuelle eines Menschen zu erkennen, damit ich mich auch moralisch gegenüber vernünftig oder sinnvoll verhalte. Das ist eine Idee von Aristoteles, dass die Quelle der Moral die Wahrnehmung des Individuums ist oder der einzelnen Qualität, die mir gegenüber sitzt. Und das nennen wir wahrscheinlich die Seele. Das Wort ist natürlich etwas, also klingt so religiös und abgegriffen, so als ob es aus einer fernen Zeit stammt, aber das glaube ich nicht. Also ich persönlich bin ein großer Anhänger einer Vorstellung vom Aufbau der realen Welt, die auf den Philosophen Nicolai Hartmann zurückgeht. Nicolai Hartmann hat in den 50er Jahren wunderbar beschrieben, dass man den Aufbau der realen Welt durch Schichten erklären kann. Also zum Beispiel am Anfang hat man sozusagen so eine anorganische Schicht, weil einfach nur das Material ist, das man benötigt. Das kann sich dann komplizierter verweben und zu organischen Schichten führen. Das Organische kann sich weiter aufbauen zu dem, was Hartmann das Seelische nennt, aus dem dann das Geistige wird. Und wenn Sie das wollen, ist das genau die Reihenfolge, die die Evolution eingehalten hat. Erst hat man natürlich einfach nur anorganische Moleküle, daraus werden dann organische Moleküle, meinetwegen DNS oder Proteine, daraus werden dann Gebilde, die Wahrnehmung haben, die spüren, was in der Welt vor sich geht. Das würde man eine seelische Qualität nennen. Und darüber hinaus gibt es dann die Möglichkeit, das Ganze zu reflektieren und ein geistiges Weltbild zu entwickeln. Und ich glaube, dass in dieser Schichtung das eigentliche Verständnis für das Leben und das menschliche Leben liegt. Und das kann man auf viele Weise aufgliedern. Und insofern glaube ich ganz fest an, nennen wir es mal, die Realität der Seele. Natürlich jetzt, Sie können natürlich auch sagen, wenn es das Seelische gibt, das Geistige gibt, das Geistige können Sie auch nicht in die Hand nehmen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten, die Sachen, von denen wir überzeugt sind, dass sie
unser Leben bestimmen, dass sie uns bestimmen, dass sie zu uns gehören. Die meisten Sachen können sie nicht in die Hand nehmen und zeigen, so sehen sie aus. Also zum Beispiel, ich kann ihnen nicht jetzt in meine Tasche greifen und sagen, guck, sehen Sie, das bin ich, so sehe ich aus. Ich kann ja auch nicht in die Tasche greifen und sagen, guck, so sieht ein Atom aus. Es ist völlig klar, dass es Atome gibt. Es ist völlig klar, dass es mich gibt. Aber daraus folgt nicht, dass ich ihnen ein Atom zeigen kann und dass ich ihnen zeigen kann, wie ich aussehe. Ich glaube, das sind Sachen, an denen man arbeiten muss. Die Sachen entstehen erst dadurch, dass ich mich mit ihnen beschäftige. Und wenn ich das tue und dabei eine Freude empfinde, dann drücke ich das durch meine ganze Figur aus, die andere dann als meine Seele wahrnimmt. Das ist für mein Verständnis vom Seelischen. Seele wird sehr oft auch mit dem Begriff Bewusstsein assoziiert. Und das ist aber ein Begriff, bei dem es wissenschaftlich schwer wird. Ich habe den Eindruck, dass man in der Frage, was Bewusstsein ist, nicht so recht weiterkommt. Sind da aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt worden? Also das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, dass viele Leute der Meinung sind, dass man Bewusstsein über also Emergenzen darstellen kann. Also wenn nur genügend Zellen zustande kommen, dann agieren die zusammen und dabei entsteht eine neue Qualität, die man dann Bewusstsein nennen kann. Aber ich glaube, insgesamt ist da kein tatsächlicher Fortschritt erzielt worden. Ich sage immer Folgendes an dieser ganzen Stelle. Ich glaube erst, dass man, ich möchte erst wirklich wieder verstehen, was man unter Bewusstsein naturwissenschaftlich betrachtet versteht, wenn man mir sagen kann, wie sich Nervenaktivität mit Bewusstsein von Nervenaktivität ohne Bewusstsein unterscheidet. Also Sie können in Ihrem Gehirn oder in Ihrem ganzen Körper Nervenaktivität nachweisen. Sie können auch nachweisen, dass Sie, wenn Sie etwas sehen, welche Teile des visuellen Kortex aktiv sind oder im auditiven Kortex, wenn Sie etwas hören. Das kann man alles zeigen, dass dann natürlich Nervenzellen aktiv sind und dass da eine Menge los ist. Aber jetzt möchte man gerne wissen, welche Nervenaktivität macht durch welche Qualität das Bewusstsein aus. Ich glaube nicht, dass man da etwas sagen kann. Die großen Hirnprojekte, die im Augenblick laufen, sind im Wesentlichen damit beschäftigt, die Hirnzellen genau anzuschauen, zu markieren, zu kartieren, eine genaue Karte des Gehirns anzufertigen. Und das wird auch gelingen. Ich glaube nur nicht, dass das irgendetwas Rätselhaftes über das Bewusstsein zeigt. Wobei insgesamt das Problem offenbar in der Biologie im Augenblick ist, dass wenn man einfach nur vieles macht und viele Daten sammelt, daraus nicht wirklich ein Verständnis für das, was man wissen will, entsteht. Ich nehme als Beispiel das Genomprojekt. Seit den 1980er Jahren weiß man, dass Krebs von genetischen Veränderungen abhängig sein kann. Dann sagt man eben, Krebs ist eine genetische Krankheit und dann in den 80er Jahren hatten dann die Genetiker Methoden erfunden, um genetisches Material zu vermehren, anzuschauen, zu sequenzieren. Und dann wurde daraus im Laufe der Jahre, der 1990er Jahre, die Idee des Humanen Genomprojektes. Das ist dann Anfang des 21. Jahrhunderts abgeschlossen worden. Seitdem kann man beliebig viele Humangenome sequenzieren. Sie können so viel, also 100.000 sind schon gemacht worden. Die Engländer wollen noch viel mehr machen. Aber verstehen tut man nicht, wie daraus das Leben wird. Also Sie sehen dann die ganze Palette der Buchstaben, die zu einem genetischen Material gehören, aber Sie können mir auch nicht im Ansatz erklären, wie daraus jetzt sozusagen die Bewegung wird, die dann zu einem differenzierten Organismus führt. Also wann an dieser Stelle eine Leberzelle wird, wann an dieser Stelle eine Hautzelle wird oder überhaupt wie die Gene des Immunsystems so reagieren, dass dadurch eine vernünftige Reaktion möglich ist. Ich glaube, dass bei diesen Sachen irgendetwas Merkwürdiges, Geheimnisvolles noch fehlt. Und das ist beim Bewusstsein dann noch viel höher angesiedelt. Also es gibt einfach Überraschungen, wo Dinge kooperieren, wo zusammenhängen, also Verbände dann von Gehirnstrukturen, von Nervenzellenstrukturen da sind, dann spricht dann von neuronalen Netzen und die kann man auch inzwischen im Rahmen der künstlichen Intelligenzforschung unglaublich gut vorantreiben. Also es gibt so eine Deep Structure der Intelligenz, die untersucht wird, die ja dann auch ja Go-Spiele gewinnt oder Schachspiele gewinnt. Das sind erstaunliche Qualitäten von Kombinationen, aber daraus ist meiner Ansicht nach noch immer nicht der geringste Hinweis entstanden, wie jetzt ein Bewusstsein dabei entsteht, wobei ich unter Bewusstsein zum Beispiel
Einfach nur das meine, dass ein Nervensystem oder eine Konstruktion von Netzwerken, die da gemacht worden sind, dass die nicht nur ein Spiel gewinnen, sondern weiß, dass sie ein Spiel gewinnen und sich möglicherweise sogar darüber freut, dass sie das Spiel gewonnen hat. Da sehe ich überhaupt noch keinen Ansatz. Ich meine, ich bewundere das alles. Ich finde auch, man soll da ruhig vorantreiben, weil ich glaube, dass es genügend Nervenerkrankungen gibt, die man auf diese Weise eventuell heilen und Menschen helfen kann. Aber dass da tatsächlich ein Verständnis für dieses Phänomen des Bewusstseins oder der Qualia, wie man da manchmal sagt, entstanden ist, hat sich mir bis jetzt noch nicht gezeigt. Was ist denn die Konsequenz aus dieser Erkenntnis? Wäre nicht eine Sichtweise nötig, die weniger auf Details und mehr auf das große Ganze gerichtet ist? Also die Naturwissenschaften haben gar keine andere Chance. Also wenn Sie naturwissenschaftlich vorgehen, dann reduzieren Sie, dann müssen Sie Stellen finden, die Sie untersuchen können. Und Sie müssen dann sagen, ich kann die Gene sequenzieren, ich kann die Zellen markieren, ich kann die Zellen lokalisieren. Aber natürlich wäre jetzt die Aufgabe, dem Ganzen einen philosophischen oder konzeptionellen Überbau zu geben, aber das wird nicht propagiert. Also das Kuriose ist ja, dass man zwar weiß, dass solche Fragestellungen nicht von einer einzelnen Disziplin beantwortet werden können. Also die Genetiker brauchen die Hilfe der Biochemiker, der Physiologen, die brauchen auch noch, oder die Hirnforscher brauchen eventuell die Hilfe von Medizinern und vielleicht sogar von Philosophen, die sich über das Entstehen von Gedanken aus Netzwerken, Überlegungen anstellen. Aber ich glaube, dass diese Interdisziplinarität nicht wirklich stattfindet, sondern ich meine, die sind alle beschäftigt, die haben alle ihre Aufgaben und es wird unheimlich viel dazu gearbeitet und man hofft immer, dass irgendwann dann doch der große Durchbruch kommt, dass man sagt, jetzt habe ich verstanden, wie das genetische System aufgebaut ist, damit sozusagen ein Mensch entsteht. Oder jetzt habe ich verstanden, wie das Gehirn seine Netzwerke schalten muss, damit ein Gedanke entsteht. Aber da müsste man wahrscheinlich eine andere Art von Kooperation unter diesen Wissenschaftlern erreichen. Und das sehe ich im Augenblick nicht. Ich war neulich bei einer Tagung, da ging es um die Frage des Bewusstseins. Da treten dann alle möglichen Leute auf, die auch als Mönche meinen, zum Bewusstsein was beisteuern zu können. Und dann stehen da die Hirnforscher denen fassungslos gegenüber. Man sagt dann zweimal, ja, das haben wir bei uns auch entdeckt. Man hat ja auch versucht, bei Mönchen, bei den meditierenden Mönchen so Stellen zu finden, an denen sozusagen plötzlich die Gotteserleuchtung kommt oder die eigentliche Nirvana erkennbar wird. Aber das ist natürlich letzten Endes eine mechanische Beschreibung irgendeiner zellulären Haufen, die dann eine Aktivität entfaltet, aber die Aktivität selbst, wie die sich sozusagen als Qualia, als Qualität in mir zeigt, ist dadurch völlig unklar. Also da glaube ich, dass irgendein so grundlegender Gedanke noch fehlt, also wie ich das Rotsein vom Rot erkenne allein. Ich meine, ich kann sagen, mit diesen Zellen sehe ich rot, aber die Empfindung rot ist dann nicht durchgegeben und dass ich mich darüber freue, ist dadurch nicht gegeben. Wie kommt das eigentlich zustande? Möglicherweise gibt es irgendwann da die Stelle, wenn diese Zelle noch gleichzeitig innerviert und wenn diese Zelle noch aktiv ist, dann gibt es insgesamt das Erlebnis einer freudigen Wahrnehmung von Rot. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles sehr gute Forschung ist, die sehr genaue reduktionistische Details erläutert. Aber wie das ja schon immer bei dem großen Goethe heißt, hat dann die Teile in der Hand fehlt leider nur das geistige Band. Und dieses geistige Band ist wirklich schwieriger zu bekommen, als man gedacht hat. Ich glaube, dass da ganz große Fragen sind, die man noch nicht mal im Ansatz, also wo man nicht im Ansatz weiß, wie man da rangehen soll, weil man natürlich auch technisch orientiert ist und messen will. Und die Messtechniken sind ungeheuer verfeinert worden. Aber irgendwie hat man das Gefühl, da stehe ich nun nicht Amateur und bin so klug als ich zuvor, also um nochmal Faust zu zitieren. Die religiöse Idee eines Lebens nach dem Tod basiert ja auf der Vorstellung, dass es so etwas wie jenseitige Welten gibt. Nun wird bisweilen versucht, um einen Bezug zur Wissenschaft herzustellen, mathematisch zu beweisen, dass es mehr als drei Raumdimensionen gibt. Ist aus Ihrer Sicht die Mathematik ein Weg dafür, jenseitige Welten zu beweisen?
Also ich glaube nicht, dass die Mathematik da hilft. Also die Idee, dass es sozusagen eine zweite Wirklichkeit gibt, neben der, die ich erlebe, die ist ja schon uralt. Die ist ja 3000 Jahre alt. Also das nennen die Sozialwissenschaftler oder die Philosophen die Achsenzeit. Die Menschen haben damals erkannt, dass es sozusagen neben der irdischen Wirklichkeit, in der ich rumlaufe, offenbar noch eine höhere Sphäre gibt, aus der dann eventuell Anweisungen auf mich zukommen. In der englischen Sprache ist das heute noch lebendig. Also wir unterscheiden im Englischen zwischen Sky und Heaven. Also der Himmel, der über uns ist, ist geteilt. Es gibt sozusagen den Himmel, in dem die Vögel fliegen und die Flugzeuge unterwegs sind. Und es gibt den Heaven, in dem die Engel sind oder in dem ein lieber Gott dann darauf achtet, dass hier alles in Ordnung ist. Und ich glaube, diese Zweiteilung, das gehört meiner Ansicht nach mit zum Menschen, dass er davon immer ausgibt, dass es sozusagen noch irgendeine andere Form von Wirklichkeit gibt. Ich persönlich glaube grundsätzlich, dass es dass das eigentliche Verständnis der Welt über diesen Gedanken gelingt, den man Komplementarität nennt. Also ich verstehe das Licht nur, weil ich weiß, dass es Welle und Teilchen ist. Ich verstehe auch die Materie nur, weil ich weiß, dass die Welle und Teilchen zugleich sind. Also da sind Dinge, die widersprechen sich, aber gehören zusammen. Und dieses widersprechende Zusammengehörende, das ist diese Idee der Komplementarität, die macht in meinen Augen das eigentliche Verständnis aus. Das kann man auch im größeren Stile entdecken. Also ich glaube, dass zum Beispiel Aufklärung und Romantik komplementäre Aspekte sind. Ich glaube, dass auch zum Beispiel bewusstes und unbewusstes komplementäre Aspekte sind. Wir müssen immer so beide Dimensionen berücksichtigen. Und jetzt ist nur die Frage, also wenn jetzt ein Mathematiker herkommt und rechnet aus, dass es da noch eine Art Universum gibt oder Multiversum gibt, aus dem ich komme, das kann man natürlich machen. Ich meine, man möchte ja gerne nicht nur verstehen, wie die Welt aussieht, sondern es gibt Leute, die haben das Gefühl, sie möchten gerne erklären, wo die Welt herkommt. Also sie möchten sozusagen vor den Urknall zurückgehen. Und das geht natürlich nur, wenn sie da gewissermaßen eine Urwirklichkeit konstruieren, in der dann so eine Art Blase existiert, aus der heraus dann der Kosmos werden kann, den ich erlebe. Das ist alles ganz nett und amüsant. Aber ich glaube, dass man da vorsichtig sein sollte. Das ist immer wieder dieselbe Idee, glaube ich, dass Menschen nicht bereit sind, mit Grenzen zufrieden zu sein. Also meine Grundcharakterisierung des Menschen, hatte ich schon gesagt, ist, dass es das Wesen, das Grenzen erkennen kann und sie überwinden möchte. Und jetzt sage ich mir plötzlich, da ist ein Urknall und ich kann vor den Urknall nicht zurückgehen, weil da offenbar schwierig ist, eine Zeit davor zu definieren oder Schwierigkeiten, Materie zu definieren. Also mache ich dann irgendwelche anderen Konstruktionen, ich lasse dann Multiversen auftauchen, für die es natürlich mathematische Gründe gibt. Aber das mit dem Mathematischen, ist bei allem Vorteil, gibt es ja diesen schönen Satz von Einstein, die Mathematik ist nur da sicher, wo sie sich nicht auf die Wirklichkeit bezieht. Sobald sie sich auf die Wirklichkeit bezieht, ist sie nicht mehr sicher. Und jetzt reden wir an dieser Stelle ja davon, dass wir die Mathematik auf etwas beziehen, was nur wirklich sein soll. Also man kann da eine Menge Konstruktion machen, man kann damit auch zufrieden sein und man kann auch das Gefühl haben, dass ich gewissermaßen mehr über die Welt verstehe als alle anderen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Weltbild ist, das sich durchsetzt. Ich glaube, was jetzt natürlich so ein Weltbild ist, mit dem Menschen zufrieden sein wollen, mit dem sie dann sagen, jetzt habe ich verstanden, wie die Welt entstanden ist, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Klar ist natürlich, dass es so etwas wie eine biblische Geschichte gibt. Und das Kuriose an dieser biblischen Geschichte ist, dass sie ja nicht damit anfängt, dass Gott Licht macht, sondern die fängt damit an, dass erstmal Dunkelheit herrschte. Also das ist für mich jetzt der wichtige Punkt. Am Anfang der Welt ist Dunkelheit, und es gibt auch ein schönes Gedicht von Rainer Maria Rilke, das mit dem Satz anfängt, du Dunkelheit, aus der ich stamme. Und wir kommen eigentlich letztendlich alle aus der Dunkelheit. Also wenn sie gezeugt werden, ist es ziemlich dunkel. Und wenn sie zum Schluss abtreten und den Tod erleiden, dann verschwinden sie wieder in der Dunkelheit. So dass im Grunde genommen ist ihr Leben ein Lichtblitz zwischen zwei Dunkelheiten. Also das eigentliche Thema des Menschen müsste die Dunkelheit sein. Und diese Dunkelheit, die muss immer da gewesen sein und die darf sich überhaupt nicht ändern. Und ich habe eine merkwürdige Vorstellung, dass ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich bin davon überzeugt,
dass es einzelne Sätze aus der Physik gibt, die so tief sind und wahr sind, dass sie sich nicht durch irgendwas beeinflussen lassen. Und zu diesen großen Sätzen der Physik gehört der Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass die Energie konstant ist. Sie können das auch anders ausdrücken. Energie der Welt ist unzerstörbar. Und das bedeutet, dass sie immer da gewesen sein muss. Und wenn Sie mich fragen, was die Finsternis ist, die am Anfang über der Urflut lag, das ist die Energie. Was ist Energie? Energie ist laut Definition von Aristoteles die Kraft, die Sie benötigen, um das Mögliche wirklich werden zu lassen. Das heißt, wir setzen eine Welt voraus, in der Möglichkeiten existieren. Also zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir hier sitzen. Sie können auch die Möglichkeit haben, dass der Himmel blau ist, die Möglichkeit, dass es irgendwas zu essen gibt. Also es muss Möglichkeiten geben. Wenn es keine Möglichkeiten gäbe, brauchen wir nichts anderes. Also gibt es vor allen Dingen Möglichkeiten. Das ist auch die Idee von Aristoteles. Es kommt nicht darauf an, dass es etwas gibt oder nicht gibt, sondern es kommt darauf an, dass es etwas Mögliches gibt. Und dieses Mögliche muss ich verwandeln in das Wirkliche. Und dafür brauche ich eine gewisse Kraft. Und die nannte er Energeia oder Energie. Und ich glaube, das ist die entscheidende Größe. Unser ganzes Leben hängt davon ab, dass wir die Möglichkeit haben, mit der Energie die Wirklichkeit werden zu lassen, die uns gefällt. Und das ist für mich sozusagen ein geschlossenes Weltbild, mit dem ich zufrieden sein kann. Sie haben ein neues Buch fertiggestellt, das sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft zur Religion beschäftigt. Was dürfen wir da inhaltlich erwarten? Also in dem Buch wird die Geschichte erzählt, wie Wissen und Glauben zusammenhängen. Also ich glaube, dass Menschen immer beides versuchen. Sie wollen etwas wissen und sie versuchen etwas zu glauben. Da kann man sich jetzt auf verschiedene Weise Schwergewichte setzen oder sich lustig machen. Also ich zitiere gerne so ein Gedicht von Erich Kästner dazu. Wir haben es schwer, denn wir wissen nur ungefähr, woher. Jedoch die Frommen wissen gar, wohin sie kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Und ich glaube, dass Glauben und Wissen raffinierter verschachtelt sind, als man so denkt. Meine liebste Position hat dazu der große Physiker Max Planck vertreten. Max Planck hat einmal gesagt, es gibt den wissenschaftlichen Menschen und es gibt den religiösen Menschen. Gar keine Frage, manche treiben Wissenschaft, manche versuchen Gott zu gefallen und ein gottgefälliges Leben zu führen. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied, sagt Planck, besteht darin, dass der religiöse Mensch am Anfang bei Gott ist und der wissenschaftliche Mensch am Ende zu Gott findet. Damit ist Folgendes gemeint, wenn Sie wirklich eine Einsicht über die Natur haben, plötzlich verstehen, dass es Quanten gibt, plötzlich verstehen, dass es einen Energiesatz gibt, plötzlich verstehen, dass Gene eine bestimmte Funktion übernehmen, dann muss Sie das in eine derartige Euphorie versetzen, dass Sie Gänsehaut bekommen und dann das Gefühl haben, dass gewissermaßen sowas wie eine kosmische Religiosität über Sie herkommt. Also Einstein würde das so nennen. Und ich glaube, dass die großen Entdeckungen, das große Verständnis der Natur zu einem religiösen Gefühl führt. Und so meint Planck das, dass man zum Schluss letzten Endes, wenn man das Gefühl hat, die Natur verstanden zu haben, ein Dankbarkeitsgefühl irgendeinem größeren Ganzen gegenüber entwickelt, dass man dann Gott nennen kann. Also die anderen Physiker nennen das anders. Werner Heisenberg spricht immer von einer zentralen Ordnung, die sich ihm zeigt. Aber ob sie das nun Gott nennen oder zentrale Ordnung, sie meinen ja bei Gott nicht jemanden, der am Thron sitzt und mit dem Finger wackelt und ab und zu mal droht, sondern sie meinen ja damit etwas, was ihnen zugänglich ist als zentrale Ordnung. Und was Planck vor allen Dingen betont, und das ist ganz wichtig, dass Wissenschaft und Religion zusammengehören. Und zwar, die versuchen, das sagt Planck, etwas gegen so Schwindeleien und Esoterik und irgendwelche Leute, die mir die Welt erklären wollen, ohne Sinn und Verstand. Ich glaube, dass Religion und Naturwissenschaften in unserer Kultur zusammengehören, als etwas, das sich sozusagen gegen alberne Erklärungen der Welt durchsetzt. Das sind seriöse Bemühungen in diesem Ganzen, dass wir Weltall nennen, dass wir Welt nennen, dass wir das Leben nennen, eine befriedigende Übereinkunft zu finden und zu richtigen Handlungen zu führen. Also ich glaube zum Beispiel, dass die naturwissenschaftliche Sichtweise natürlich eine sehr wertvolle Sichtweise ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an evolutionäre Entwicklungen denken und versuchen, den Menschen als evolutionäres Wesen zu verstehen. Aber insgesamt hilft das nicht sehr viel weiter, wenn Sie bestimmte moralische, ethische Entscheidungen treffen wollen. Ich glaube, dass dann einfach gut ist, wenn wir auch ein religiöses Verständnis des Menschen haben. Also ein Beispiel ist dies, Sie sind Polizeibeamter und Sie haben einen
Verdächtigen und der Verdächtige weiß, wo eine bestimmte Person gefährdet ist und sie wollen von ihm die Informationen bekommen, dürfen sie diesen Verdächtigen foltern, um die Informationen zu bekommen. Also das ist jetzt evolutionsbiologisch nicht zu beantworten. Religiös ist das klar, sie dürfen das nicht, weil der Mensch ist sozusagen ein Heiliger, der ihnen gegenüber sitzt, und das ist eine ganz andere Grundhaltung, sodass ich glaube, dass das Verständnis, das richtige Verständnis anderen Menschen gegenüber nicht nur durch wissenschaftliche oder philosophische, sondern auch durch religiöse Überlegungen zustande kommen muss. Insofern gehört das alles zusammen und ich sehe auch nicht, warum man das trennen sollte. Also ich meine, es gibt Bemühungen, also das Fliegen von Flugzeugen erkläre ich nicht mit göttlicher Hilfe, und wenn ich die Bewegung der Planeten beschreiben will, ist das auch keine biblische Geschichte, sondern einfach ein Physikbuch über den Himmel. Da gibt es so sehr verschiedene Bereiche, das ist das wieder, was ich Komplementarität nenne. Es gibt unterschiedliche Aspekte, die sich widersprechen scheinen, aber zusammengehören, und dabei entsteht dann sozusagen das Ganze der Welt. Und wobei ich meine Wahl so treffen kann, dass ich damit zufrieden bin. Also das ist für mich der wichtigste Punkt, dass man sagt, ich habe jetzt hier eine Erklärung, die mich zufriedenstellt, mit der ich im Reinen bin, mit der ich mein Leben führen kann, mit der ich anderen helfen kann, mit der ich auch ein Verständnis der Welt habe. Und das kann man mir nicht vorschreiben, das kann man nicht durch ein Lehrbuch vorschreiben, das kann man nicht durch ein Gebet vorschreiben, sondern das kann ich nur für mich selbst finden. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Ich kann das nur für mich selbst finden. Und dieses Selbstfinden, dieses Selbsterarbeiten, das nannte man früher mal Bildung. Und was ich glaube, ist, die eigentliche Bildung ist die Bildung von sich selbst. Dass man sich selbst bildet, dass man selbst rauskriegt, wer man ist. Und insofern ist das immer die große spannende Frage, wer bin ich eigentlich? Das klingt natürlich wie eine alberne Frage aus dem Religionsunterricht oder früher gab es eine Fernsehsendung, die hieß, was bin ich? Das sind natürlich nicht mehr. Aber wenn Sie wirklich überlegen, wer Sie sind, was Sie zufrieden macht, wodurch Sie das Gefühl haben, ein Verständnis bei dieser Welt zu haben, dann haben Sie schon, also da muss man sich schon entscheiden und da muss man genau überlegen und ein Gefühl für das finden, was einen zufrieden macht. Und ich glaube, das ist der Punkt, der nicht vergessen werden darf. Und dieses Gefühl des Zufriedenseins kann, das hat Albert Einstein mal so schön ausgedrückt, gesagt, das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle. Und hier, finde ich, ist die Lösung. Also wenn Sie einfach die Welt als Geheimnisvolles hinnehmen, mit dem Sie sich beschäftigen können, an dem Sie sich selbst weiterbilden können, dann sind Sie eigentlich auf dem Weg, ein glücklicher Mensch zu werden. Und warum sollte man das nicht werden? Sie haben vorhin Max Planck und Albert Einstein erwähnt. Die beiden haben ja, obwohl sie auf ihre Art sehr gläubig waren, die Vorstellung eines wunderwirkenden, ins Weltgeschehen eingreifenden Gottes abgelehnt. Meinen Sie nicht, dass es für eine Annäherung von Naturwissenschaft und Religion notwendig wäre, ein neues Gottesbild zu entwerfen? Ein Gottesbild ist schwierig. Also ich glaube, dass man sich gegen ganz bestimmte Tendenzen des abendländischen Kulturen nicht so wirklich zur Wehr setzen kann. Und eine dieser ganz großen Tendenzen nennt man die Säkularisierung. Ich glaube, dass es einfach seit dem 15., 16. Jahrhundert Tendenzen gibt, eine Verweltlichung im Geistigen durchzuführen. Also das einfache Beispiel ist die, wenn Sie im Jahre 1500 gelebt haben, dann konnten Sie gar nicht anders als an Gott glauben. Während Sie im Jahre 2000, ist das eine Option. Sie können an Gott glauben, müssen aber nicht unbedingt an Gott glauben. Manche Leute leben dadurch, dass sie an Gott glauben. Manche Leute werden verzweifelt durch den Gedanken, dass es ein Gott für diese ganzen das ganze Unheil auf der Welt zuständig ist. Das hat Einstein immer gesagt. Also die Idee, wie die Menschen sich verhalten, wenn man das einem Gott noch zuschreibt, der sei ihnen so beigebracht hat, das würde ihnen endgültig den Gottesbegriff entnehmen. Ich persönlich habe aus meiner Erfahrung meiner Jugend eine Abneigung gegen irgendeinen lieben Gott, der das alles regelt. Ich bin schon dafür, dass Menschen eigene Entscheidungen treffen. Aber ich bin auch ganz sicher, dass es sozusagen, dass wir nicht in allen Fällen durch rationale, logische Erklärungen zu Entscheidungen kommen können. Und insofern glaube ich, dass
Also ein Vertrauen in irgendeinen Gott hilft, aber das Vertrauen in Gott kommt ja im Augenblick durch Vermittlung von Kirchen zustande. Aber da bin ich nicht so sicher, dass die mir dabei helfen. Also ich glaube an so eine Art Fähigkeit des Menschen, zu sich selbst zu finden und dann Entscheidungen zu treffen, mit denen er also moralisch und zufrieden sein kann und die auch gewissermaßen also auf die Zukunft bezogen werden, also das, was man dann heute Nachhaltigkeit nennt. Aber das ist nicht so ohne weiteres zu machen. Und man kann nicht so irgendeine Institution rufen und sagen, jetzt machen wir das, weil die Religionen so sind, weil die Kirchen so sind. Ich denke, dass da ein ewiger Kampf um die richtige Entscheidung ist. Aber es ist halt nicht mehr so leicht wie früher, also als es sozusagen so ein Gottes, im 15., 16. Jahrhundert war das viel einfacher. Da glaubte man an irgendeinen Gott. Und die Frage ist, wo ist diese Idee des Heiligen geblieben, an dem man sich orientieren kann? Aber das müssen Sie Sozialwissenschaftler fragen. Also ich persönlich glaube, dass es immer so eine Bedürftigkeit bei Menschen gibt, doch Grenzen zu finden, die er nicht anfassen soll. Also ich habe ja zwar gesagt, der Mensch ist derjenige, der über Grenzen hinaus will, aber letzten Endes haben wir das Gefühl, dass bestimmte Sachen unangetastet bleiben werden sollen. Und das Einzige, was wir als unangetastet darstellen können, ist das, was wir heilig bezeichnen. Also das menschliche Leben ist vielleicht heilig oder das Experimentieren mit ganz bestimmten Embryonen sollte unter die Kategorie des Heiligen fallen. Da bin ich aber nicht so sicher, wenn dann die Pragmatiker mir erläutern, was dafür Krankheiten geheilt werden können, was dafür Verbesserungen geführt werden können. Ich persönlich glaube nur, dass insgesamt keine ideale Lösung für die Art gibt, wie Menschen leben sollen. Also das ist ja immer so eine Vorstellung gewesen im Laufe der Jahrhunderte, dass irgendwelche Visionäre aufgetreten sind, die mir gesagt haben, wie man leben muss. Also Luther war ein Visionär, Thomas Morus war ein Visionär, dann war Karl Marx ein Visionär, die 68er waren Visionäre. Die haben mir immer gesagt, wie man das Leben führen soll. Ich persönlich komme dann wieder mit meinem Gedanken der Komplementarität, dass es so etwas nicht gibt, weil der Mensch, der lebt, lebt nicht alleine, sondern der lebt in einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft hat ganz andere Interessen als der Einzelne. Und ich glaube, dass es sowas wie perfekte Menschen in perfekter Gesellschaft nicht geben kann. Und nur immer die Auseinandersetzung zwischen den beiden Möglichkeiten, also eine Gesellschaft möglichst perfekt zu machen oder einen Menschen möglichst perfekt zu machen. Aber in diesem Streit, da gibt es dann keine Auflösung. Und so, dass es der eigentliche Aufgabe des Menschen besteht nicht darin, eine Lösung zu finden, sondern den Prozess zu vollziehen, der ihm eine Lösung näher bringt. Und diesen Prozess nennt man Bildung. Sodass ich glaube, die eigentliche Aufgabe des Menschen ist, sich und andere zu bilden. Und wenn wir überhaupt etwas tun wollen, dann müssen wir diese Bildungsfähigkeit des Menschen verbessern. Und dabei sage ich nicht, wie es richtig aussehen soll, sondern sage nur, dass Menschen dann in die Lage versetzt werden, für sich selbst etwas zu tun. Ich glaube insgesamt, dass die Zukunft nur dadurch gewonnen wird, dass Menschen nicht irgendwelchen Institutionen und irgendwelchen Gemeinschaften Lösungen überlassen, sondern sich selbst fragen, wie sie Lösungen führen können. Und das ist eben der Bildungsprozess. Ich glaube auch, dass zum Beispiel bei der Gesundheit es mir nicht hilft, wenn ich sage, ich muss jetzt irgendwie von irgendeiner medizinischen Versorgung von einem Krankenhaus gesund gemacht werden, sondern das muss ich selbst tun. Und dann ist das eigentliche Arzneimittel der Zukunft ist die Bildung. Und ich glaube, dass Bildung der Schlüssel für eine Zukunft des Menschen ist. Damit ist Folgendes gemeint: Bildung ist ja nie etwas, das fertig ist, sondern Bildung ist etwas, was im Prozess noch entsteht. Also ich habe etwas, was ich schon gebildet habe, arbeite aber an dem Fort. Im Wort Bildung steckt, dass die Arbeit weitergeht. Und das ist die Situation des Menschen. Vor einigen Jahren sind Sie selbst durch eine Krankheit, wenn man es so nennen darf, knapp am Tod vorbeigeschrammt. Sie sprechen selbst von einem Geschenk eines zweiten Lebens, das Sie erhalten haben. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zum Tod? Mein persönliches Verhältnis zum Tod?
Also ich weiß, dass er kommt. Also ich meine, es gibt so Sachen, die nehme ich einfach pragmatisch hin. Also fangen wir mal banal an. Also Leute fragen immer, wie wird die Zukunft werden? Ich sage, mach dir keine Sorgen, die kommt schon. Und wie wird das mit dem Tod werden? Mach dir keine Sorgen, der kommt schon. Das Einzige, was ich Angst habe, dass ich mit Schmerzen sterbe. Sonst glaube ich, dass man da einfach sich dem Ganzen, dass man sich das anschauen soll. Also spannend ist natürlich die Frage, also was dahinter ist. Also man weiß es ja nicht. Ich meine, ich habe ja keine Ahnung, ist da ein Schluss, ist da Dunkelheit? Also wie ich soeben gesagt habe, oder ist da doch die Möglichkeit, dass ich da drüben sehe und kann hier reingucken und kann aber nicht mich mitteilen? Das war mal eine spannende Frage im frühen 20. Jahrhundert physikalisch, als die Radioaktivität entdeckt worden war. Da hatte man so das Gefühl, dass das eine unbekannte Strahlung ist, die könnte auch aus der Vergangenheit kommen. Und dann hat man irgendwie gehofft, dass man durch die Radioaktivität Tote wieder zum Leben erwecken kann. Madame Curie persönlich hat sogar daran geglaubt, als ihr Ehemann durch einen Unfall starb, hat sie sich an solchen Seancen beteiligt, in der Hoffnung, dass eventuell doch wieder ein Kontakt möglich ist. Aber bis jetzt ist nichts bekannt geworden. Also es gibt den Roman von Thomas Mann, so Erzählungen, wo Leute, die tot sind, plötzlich wieder im Zimmer sitzen. Aber das sind Erzählungen. Das ist aber trotzdem etwas, was ich die ganze Zeit gerne wissen möchte. Also wenn man tot ist, kann man dann in dieses Leben gucken, aus dem man gerade raus ist. Wäre spannend zu wissen, aber ich weiß es nicht. Und insofern sehe ich dem Ganzen gespannt oder gelassen entgegen. Ich werde demnächst 70 Jahre alt und das ist schon mal eine ganze Menge. Herr Fischer, vielen herzlichen Dank für die wertvollen Impulse. Danke für dieses Gespräch. Dankeschön.